Eins, zwei, drei, vier. Er war immer schon so gern der mit dem Sheriffstern. Er hat so gerne Polizei gespielt mit seinen Teddybären. Er hat geträumt von wilden Schießereien und immer schon gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Polizist, der Schwerverbrecher jagt. Er wollte undercover operieren und Paten observieren, über Kühlerhauben rutschen, stundenlang Verhöre führen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Sein Traum ist längst geplatzt. Jetzt hält er Fahrradfahrer an am Alexanderplatz. Und jede Nacht schaut er, stirb langsam und weint sich in den Schlaf und träumt sich in den Lüftungsschacht, in dem sein großes Vorbild lag. Dann wacht er auf ohne Maschinengewehr und wieder wird ihm klar, John McClane hat nie nach Reflektoren gefragt. Nie nach Reflektoren gefragt. Nie nach Reflektoren gefragt. Er hat vielen eine Kugel in den Kopf gejagt, doch niemals hat ein John McClane nach Reflektoren gefragt. Er wollte gucken wie Clint Eastwood und reden wie Charles Bronson, rauchen wie McQueen und Sakkos tragen wie Don Johnson. Das ist 20 Jahre her. Sein Traum ist längst geplatzt. Jetzt geht er Fahrradfahrern auf den Sack am Alexanderplatz. Und jede Nacht schaut er, stirb langsam und weint sich in den Schlaf und träumt sich in den Lüftungsschacht, in dem sein großes Vorbild lag. Dann wacht er auf ohne Maschinengewehr und wieder wird ihm klar, John McClane hat nie nach Reflektoren gefragt. Whoa. Whoa.